Herzlich willkommen zu Kurz vor OP. Mein Name ist Michael Silbernagel und heute haben wir zwei Gäste, den Dr. Volker Braunstein und Dr. Philipp Feldle, beide Gründer von DocsFox. Herzlich willkommen. Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von OPET. Ja, herzlich willkommen zum Podcast an Dr. Braunstein, Volker und Philipp Feldle. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, vielen Dank, Michi. Wir sind froh, dass wir dabei sein können heute. Hi. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einleitung. Bin gespannt auf die Aufnahme. Es hat ja durchaus einen ganz speziellen Grund, warum wir diesmal in der Dreierkonstellation hier sitzen, denn ihr seid ja neben eurer ärztlichen Tätigkeit auch noch Unternehmer und habt zusammen ein Unternehmen gegründet. Und da kommen wir im Laufe des Podcasts noch ausführlich dazu. Aber vielleicht mal zu Beginn, wollt ihr euch kurz vorstellen, was ihr denn macht und welche Fachrichtung ihr gewählt habt, das Mediziner und wie ihr dazu gekommen seid? Also, Philipp Feldle, mein Name. Auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin vom fachlichen Hintergrund her Radiologe, also kein Orthopäde, bin Geschäftsführer und leitender Oberarzt an der Uniklinik in Würzburg. Und so mein fachliches Steckenpferd sind so ein bisschen Interventionen, also CT-gesteuerte Biopsien, Drainagenanlagen und die onkologische Bildgebung. Da bin ich sozusagen fachlich verortet, aber ich hatte schon immer ein Faible so ein bisschen für die Schnittstelle Medizin und Ökonomie und organisatorische Themen, war nach meinem Studium erstmal bei der Boston Consulting Group in München und da so ein bisschen die BWL und organisatorischen Basics gelernt bei einer großen internationalen Management Consulting Firma und dann, wie gesagt, zurück in die Medizin, an die Uniklinik in Würzburg, da meine Assistenzarztzeit verbracht, Facharztausbildung gemacht und wie gesagt, inzwischen in einer Oberarztrolle, auch hier mit vielen organisatorischen und Finanzierungsthemen auch betraut und wie gesagt, die Gründungsgeschichte von DocsFox ein bisschen zu erzählen, da kommen wir dann, denke ich, nochmal separat drauf, aber das bespielt eben auch genau so meine Vorliebe eben auch für diese Schnittstellenthemen, was dann Medizin und Ökonomie angeht, aber da kommen wir dann nochmal separat drauf, genau. Wenn ich da nachfragen darf, Philipp, du hast das Medizinstudium beendet und dann erstmal den MBA gemacht und dann wieder weiter Medizin? Nee, gar nicht. Ich habe gar keine BWL-Erfahrung oder Ausbildung zusätzlich gehabt, sondern ich habe ganz normal Medizin studiert und man kann auch als Mediziner ist sogar relativ gesucht, ohne dass man noch ein MBA oder so draufgesetzt hat, als sogenannter Exot in eine Unternehmensberatung gehen. Also das ist sogar sehr, sehr häufig. Also wo ich war bei BCG, das sind 50% der Leute, die da neu anfangen, sogenannte Exoten, die keinen BWL-Abschluss haben, sondern aus irgendeiner anderen Fachrichtung kommen. Und ich mache tatsächlich gerade erst meinen MBA, also so ein MBA heißt das, so ein Executive MBA, wo man schon ein bisschen Berufserfahrung hat. Aber als ich damals bei BCG angefangen hatte, war ich da tatsächlich wirklich völlig blank, hatte keinen MBA und keinerlei Vorbildung in dem Bereich. Waren dann auch da die Tätigkeiten, also hatten die mit Medizin mehr zu tun oder waren das dann doch eher wirtschaftlich geprägte Unternehmensberatung? Ja, also das sind dann schon meistens bei den großen Unternehmensberatungen wirtschaftlich geprägte Aspekte. Also da habe ich jetzt nicht für Krankenhäuser irgendwie operativ gearbeitet, sondern das waren MedTech-Cases und Pharma-Cases. Das hat auch viel mit medizinischer Tätigkeit zu tun. Also da ist es, glaube ich, immer ganz gut, auf solchen Fällen auch jemanden dabei zu haben, der von der medizinischen Seite was versteht. Aber letztlich hat man natürlich keine Patienten versorgt oder so in der Form, sondern da ging es dann schon um wirtschaftliche Belange. Ja, Volker, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich heiße Volker Braunstein. Ich bin Orthopäde-Unfallchirurg in einer Praxis mit operativen Schwerpunkt in München tätig. Unsere Praxis heißt OrthoPlus, uns gibt es seit 2013. Zuvor habe ich 12 Jahre an der Uniklinik, an der LMU gearbeitet, habe mich da promoviert, habilitiert, so die ganzen Karriere-Schritte vom Assistenten bis zum Oberarzt und Bereichsleiter durchgemacht und mich dann selbstständig gemacht. Und das bin ich nach wie vor noch in der Praxis. Und so vielleicht, um schon mal so einen kleinen Wink zu geben, wie es zu dieser ganzen Geschichte DocsFox kam,
ich habe dann so einer meiner Stärken während meiner Selbstständigkeit darin entdeckt, dass ich so mich interessiert habe für administrative Prozesse, Organisation, wo verdienen wir Geld, wo geben wir Geld aus, wie funktioniert was, wie viel Personal braucht man für irgendwelche Prozesse, und bin dann irgendwann schon in frühen Jahren auf den Philipp gestoßen, und dann aus so einer Freundschaft, die wir gepflegt haben, ist dann auch die gemeinsame Idee entstanden, die wir dann in unserem Produkt, so wie wir es heute betreiben, umgesetzt haben. Das heißt, so die Gemeinsamkeit, den Faible für Prozesse und Administration, das hat euch zusammengebracht. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also den Faible haben wir gemeinsam zusammengebracht, das musst du erzählen, Volker. Haben uns die Frauen, oder? Ja. Sagen. Nicht die Prozesse. Nee. Genau, das ging über die Frau. Über meine Frau hat eine sehr gute Freundin, die eine Zeit lang mit ihr in der Klinik gearbeitet hat. Meine Frau ist auch Orthopädin, Unfallchirurgin. Und so kam das zustande. Und dann das erste Mal gesehen haben wir uns, als wir dann mit gemeinsamen Freunden, du weißt gar nicht, ob du dich erinnern kannst, Philipp, den Trachtenumzug vom Oktoberfest angeschaut haben. Ja, stimmt, aus deiner Praxis. Unsere Praxis ist in der alten Börse im vierten Stock, und da hat man einen herrlichen Blick über den Stachus, wo dann unten so der ganze Trachtenumzug vorbeiläuft in Richtung Theresienwiese, und da haben wir dann mal so ein Event gemacht und haben Freunde eingeladen, und da war der Philipp mit dabei, und wir waren uns so von der ersten Sekunde an sehr sympathisch irgendwie, Philipp, ne? Ja, genau, und ich denke, wir sind dann auch einfach relativ schnell auf das bestimmende Thema gekommen, was dich so umgetrieben hat, ne? Nämlich diese ganze Abrechnungs- und Dokumentationsproblematik, und die du schon versucht hast, mit anderen Ansätzen ein bisschen zu lösen, und ich habe an einer ähnlichen Thematik damals rumgetüftelt, wo wir noch überlegt haben, so in Richtung Abrechnung, Dokumentation bei Zahnärzten was zu entwickeln, und das haben wir dann relativ schnell über den Haufen geworfen und haben unsere Ideen zusammengeschmissen und haben daraus dann DocsFox gegründet. Das war so die Story im ganz Kurzen. Genau, DocsFox, das ist das Unternehmen, das ihr gegründet habt. Jetzt erzählt doch mal, was ist da hinter DocsFox? Was macht DocsFox? DocsFox ist eine online-basierte Web-Applikation, die man von jedem Browser, von jeder Plattform benutzen kann. Es ist keine Notwendigkeit dafür da, dass man irgendwas auf irgendeiner Festplatte installiert. Und am Ende sorgen wir dafür, dass Ärzte ihre alltäglichen Tätigkeiten suffizient und schnell und einfach dokumentieren und abrechnen können. So ist es eigentlich am suffizientesten ganz kurz zusammengefasst. Da gibt es natürlich noch jede Menge Details dazu, aber wir wollen diesen Prozess, der durchaus zeitaufwendig sein kann und personalaufwendig sein kann, in einem digitalen Spektrum einfach viel, viel einfacher, viel simpler, viel zeitsparender, viel effizienter und auch am Ende des Tages viel leistungsgerechter für den Arzt anbieten. Genau, ich kann das gerne auch noch ein bisschen ausführen, vielleicht von der Problemstellung, wo wir herkommen, wo wir angefangen haben. Wir haben ursprünglich mal mit der Thematik angefangen, Privatabrechnung, ne? Also Privatliquidation von privat versicherten Menschen im Bereich operative Leistungen, da haben wir ursprünglich mal angefangen und haben uns dann so auch in Richtung Dokumentation vorgearbeitet. Aber ich denke, das Problem werden die meisten Mediziner kennen, dass es uns in unserem Alltag, das ist auch eigentlich relativ unabhängig von der Fachrichtung, ne, eigentlich sehr, sehr schwer gemacht wird, mit der GOA, also mit dieser Gebührenordnung für Ärzte abzurechnen. Weil es ist ein sehr altes System, das schon lange nicht mehr überarbeitet wurde, über 6.000 Ziffern, sehr kompliziert, mit einem komplizierten Regelwerk, was darf man miteinander abrechnen, was nicht, mit komplizierten Steigerungssätzen, und wenn man sich dann in der Tiefe damit befasst, tatsächlich, wenn man richtig und gut abrechnen will, muss man nicht nur diese GOL beherrschen, sondern gibt es ganze Kompendien dazu, da gibt es dann Landgerichtsurteile dazu. Also es ist ein sehr kompliziertes System, und so diese Übersetzung Leistung in Rechnung ist damit für den Arzt sehr, sehr schwierig, ne? Weil ich mache irgendwas, operiere, und dann muss ich mir überlegen, welche GOR-Ziffern kann ich dafür abrechnen und was ist eine adäquate Rechnungsstellung dafür? Und dieser Thematik haben wir uns gewidmet, weil wir festgestellt haben, dass das oft einfach nicht gut gelöst wird, ne? Weil wir studieren ja Medizin, um Patienten zu behandeln, und nicht, weil wir sagen, wir freuen uns unendlich drauf, dann später Rechnungen zu erstellen, ne? Das heißt, das Thema wird oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, und selbst wenn man sich da einarbeiten will, wie gesagt, es ist sehr komplex und sehr schwierig, und wir wollten dieses Thema so vereinfachen, dass wir gesagt haben, es war so unsere Mission, ne? Wir wollen eigentlich den Arzt von diesen ganzen Zwängen befreien, sich in Abrechnung und Dokumentation auskennen zu müssen, sondern wir wollen ein Tool bieten, das so einfach ist, den Arzt da abholt,
ne, was er versteht bei den medizinischen Schritten und dass er diese medizinischen Schritte einfach angeben kann und die Rechnung und auch die Dokumentation, zum Beispiel ein Operationsbericht, entsteht im Hintergrund mehr oder weniger automatisch. Ne? Und aus der Ecke sind wir gekommen, dass wir angefangen haben, vorlagenbasiert Abrechnungsunterstützung zu bieten. Ne? Also da kann man sich ein bisschen einfach so vorstellen, vereinfacht wie so ein Online-Warenkorb, ne? Wo man einfach so verschiedene Dinge reinwirft. Das sind die einzelnen medizinischen Schritte, die man so gemacht hat, ohne dass man, wie gesagt, diesen genauen, komplizierten GOE-Text kennen muss. Und dann haben wir aber recht früh festgestellt, naja, nur mit einer Rechnungserstellung ist es ja nicht getan. Das kannst vielleicht du nochmal besser erklären, Volker, wie, dass es einfach essentiell ist, gerade bei diesen ganzen operativen Geschichten, dass Rechnung und Dokumentation wirklich ineinander greifen und perfekt zusammenpassen, ne? Weil man, wie gesagt, darf und soll ja nur das abrechnen, was man auch gemacht hat. Und das muss umgekehrt hervorragend dokumentiert sein, weil da gibt's natürlich von den Kassen auch immer mal Rückfragen, ne? Wo dann gefragt wird, hey, ne, warum wurde das so und so abgerechnet? Und da ist der Beleg dafür dann die Dokumentation und das muss einfach passen und super gut stimmen. Und deswegen haben wir sehr früh festgestellt, eigentlich schon nach wenigen Wochen, nachdem wir gestartet sind, dass Rechnung allein anbieten eigentlich überhaupt nichts bringt, sondern dass man auch dieses komplizierte Thema Dokumentation mit abdecken muss. Und da sind wir dann auch tiefer eingestiegen. Aber da kann vielleicht Volker besser was zu erzählen, weil er auch sozusagen das Ganze täglich nutzt bei sich in der Praxis, immer noch, wenn er operiert und dann mit unserem Tool Abrechnung und Dokumentation, also OP-Bericht, einfach in einem Schritt, in ein paar Minuten nach jeder OP selber erstellt. Ja, dann steige ich da direkt ein. In der Tat ist es so, im Alltag, wie der Philipp schon gesagt hat, der soll für uns nicht bestimmt sein aus administrativen Prozessen oder aus, ich operiere 40 Minuten was und muss dann eine Stunde lang einen OP-Bericht irgendwie schreiben, sondern das soll einfach und suffizient gehen und so ein OP-Bericht mit dazugehöriger Rechnung ist am Ende gar nicht so einfach, wie man es glaubt, weil ein gängiger Prozess, und ich glaube, wie es die allermeisten Kollegen, zumindest wir haben ja, das ist super spannend, sehr viel Gelegenheit, da unsere Erfahrungen mit den Erfahrungen von unseren Usern oder auch zukünftigen Usern zu teilen, aber am Ende haben die allermeisten immer die gleichen Schnittstellen, die gleichen Probleme. Wir bringen eine Leistung, sagen wir mal, ich operiere irgendjemanden und dann muss da, wenn der privatversichert ist, eben so eine GOE-Rechnung entstehen. Das Problem ist, da kann ich aus diesem Riesenkatalog von über 6.000 Ziffern theoretisch jede dafür verwenden, weil, wie der Philipp schon gesagt hat, diese GOE, die ist schon uralt und mittlerweile überhaupt gar nicht mehr auf den heutigen Standard der Medizin angepasst. Und deshalb gibt es dieses Phänomen der Analogziffern. Das hat wahrscheinlich jeder Arzt schon mal gehört. Das heißt, ich nehme eigentlich irgendeine andere Ziffer, die gar nicht für diesen Fakt, den ich gerade durchgeführt habe, bestimmt ist. Ich muss die aber nehmen und die in einem analogen Setting abrechnen, weil es einfach für das, was ich getan habe, überhaupt gar keine GOE-Ziffer gibt. Und dann nehme ich halt eine, die so ungefähr von der Preisgestaltung dahin passt, was unseren Aufwand rechtfertigt. Dadurch wird es unendlich kompliziert und für den Arzt im Alltag nicht anwendbar. Und der gängige Weg ist dann, und so haben wir das auch eigentlich sehr, sehr lange gemacht, dass ich einen OP-Bericht erstelle, so gut ich es eben kann und so, wie ich es in der Klinik gelernt habe. Und der geht dann zu einem weiteren Anbieter, zu so einem klassischen Abrechnungsbüro. Und dann setzt sich jemand mit so einem spitzen Bleistift an diesen OP-Bericht und fängt an zu lesen. Dann sind schon irgendwie 6 oder 8 Wochen vergangen zu dieser Operation und schwierig ist es auch, mit mir als Leistungserbringer in Kontakt zu treten. Das geht nur mal in Ausnahmefällen, weil ich mache ja was anderes, während dieser Mensch dann da auch wieder arbeitet. Also Rückfragen sind schwierig und die Zeit ist vergangen. Im Detail weiß ich es vielleicht auch gar nicht mehr so genau. Und dann macht er einfach so gut er kann die Rechnung daraus. Wir hatten bei der Entwicklung von unserem System und wir nutzen das auch immer wieder, Gelegenheit, mit einem Verhaltenspsychologen zu arbeiten. Und das ist hochspannend, weil der kann da wirklich sehr gut den Finger in die Wunde legen und uns immer wieder aufzeigen, wo die Probleme sind. Und der hat sehr früh für uns aufgezeigt, dass es sowas eine Schnittstelle ist. Und eine Schnittstelle ist ein Problem, weil eine Schnittstelle heißt, ich mache was und dann gebe ich es an jemand weiter. Und der fängt praktisch von einem ganz anderen Standpunkt aus an und versucht dann, diese Leistung zu vervollständigen. Und Schnittstelle sind sie wie schwarze Löcher, sagt er immer. Und schwarze Löcher saugen Informationen und Material und Materie und alles ein und geben sie nicht mehr frei. Fällt einfach rein, ja. Genau. Ja, kommt einfach rein, aber nichts mehr raus. Und genauso passiert es da auch. Und leider, und das ist unsere Feststellung bis heute, praktisch immer zu unseren Ungunsten. Also da passiert nicht das Setting, dass man sagt, naja, gar nicht so schlimm, die Rechnung ist ja viel besser geworden, sondern eigentlich in 99% der Fälle wird die Rechnung schlechter, als sie eigentlich sein könnte oder sein sollte. Das möchte ich gleich vorweg sagen.
wir sind kein Tool, was irgendwie dazu anreizen soll, dass man alles irgendwie bis aufs Maximale rausholt und sagt, in jedem kleinsten Futzelkram kann man hier noch irgendwie mit irgendeiner Ziffer belegen. Das ist nicht unser Ansinnen. So ist unser System auch nicht aufgebaut. Aber unser System ist so aufgebaut, dass all das, was man getan hat, auch adäquat in Rechnung gebracht werden kann. Ist ein bisschen sperriger Begriff, aber leistungsgerecht, sagen wir immer. Ne? Also wir wollen ja nicht, dass irgendwie Übergebühr viel abgerechnet wird, überhaupt nicht. Aber unser Anspruch ist der wirklich, dass wir Mediziner halt das vergütet bekommen, was auch geleistet wurde. Ne? Also eine leistungsgerechte Rechnung. Und das ist in den allermeisten Fällen, wie wir jetzt bei unseren Kunden sehen, halt schon Fortschritt, weil es oft leider nicht passiert. Ne? Das heißt eigentlich, der OP-Bericht und sagen wir, die eigentliche Rechnung haben so im Alltag eigentlich nichts miteinander zu tun, müssten aber, weil sie eben aufeinander aufbauen. Und als Mediziner hat man eigentlich, macht man das, was man ohnehin macht, schreibt es in den OP-Bericht, weiß aber gar nicht so richtig, was das für Konsequenzen am Ende für die GUE-Ziffern hat. Und das ist immer das Ursprungsproblem, das man mit DocsFox lösen kann, dass man auch tatsächlich sieht, wenn ich den OP-Bericht so schreibe, kommt auch am Ende diese GUE-Ziffern raus und auch die Rechnung. Genau so sieht es aus. Ja, wobei, so ähnlich muss man sagen, Frau Goller, weil es ist so, dass man bei uns quasi das in einem Workflow machen kann. Also es ist nicht so, dass man einen OP-Bericht diktiert, ne, und dann sieht, was für Ziffern rauskommen, sondern das ist jetzt, wie gesagt, ohne Bilder ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich versuche es trotzdem mal, sondern bei uns kann man durch mehrere Behandlungsschritte sozusagen durchgehen. Wie gesagt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Online-Warenkorb und kann halt die einzelnen Schritte ankreuzen, ob man die erledigt hat oder nicht, im Zuge der OP beispielsweise. Und da entsteht dann hinter diesen einzelnen Schritten, sind dann zum Beispiel Textbausteine für den OP-Bericht hinterlegt, ne, die man natürlich auch noch für sich anpassen kann, wie man möchte. Und hinter diesem Schritt ist dann auch die GUE-Ziffer hinterlegt mit dem entsprechenden Gebührenwert, so dass man quasi immer beides im Blick hat. Ne? Also man muss nicht die Rechnung erstellen und dann dazu den OP-Bericht oder den OP-Bericht und dann kommt dazu die Rechnung raus, sondern macht einfach einen Workflow, gibt seine medizinischen Schritte an, die man erledigt hat, und Rechnung und OP-Bericht entstehen quasi parallel und passen komplett perfekt zusammen. Jetzt ist es ja oft so, dass digitale Tools ja oft nur auch dann richtig Sinn machen, wenn man so mal seine Prozesse danach anpasst. Wie war denn das bei euch oder Volker bei dir oder auch bei euren Kunden, was ihr für Feedback habt? Was hat sich denn an den Prozessen verändert zu vorher? Ich schreibe den OP-Bericht und gebe es dann dem Abrechnungsdienstleister zu heute mit eurem Tool. Das sind so ganz interessante Sachen und da kommen zum Teil Sachen raus, mit denen wir eigentlich gar nicht so gerechnet haben, weil so ein Feedback, was wir relativ häufig hören, ist, ja, es ist tatsächlich so, wir rechnen leistungsgerechter ab, sprich unsere Rechnungen umfassen jetzt Aspekte, die früher einfach vergessen worden sind. Und dann erreiche ich eine neue Flughöhe, was meinen Umsatz mit diesem Prozess irgendwie betrifft. Und daran, das ist total gut. Und aber so ein zweiter Effekt, mit dem viele gar nicht rechnen, ist tatsächlich diese enorme Hilfe bei der Dokumentation, weil was wir regelmäßig hören, ist, dass unsere Anwender sagen, da wo ich auch einen ganz krassen alltäglichen Unterschied merke, ist einfach, dass ich aus dem OP rausgehe und fertig bin. Weil wenn ich so ein bisschen geübt bin und diese Dokumentation und Abrechnung ein paar Mal gemacht habe, dann gelingt mir das in 5-6 Minuten zu erledigen, mit dem Effekt, dass ich nach meinem OP-Tag einfach zu Hause mit meiner Familie noch Abend essen kann und danach ins Bett gehen kann und nicht noch irgendwie 2 Stunden OP-Bericht schreiben und dokumentieren vor mir habe. Das ist so ein Side-Effekt, mit dem wir, also das freut uns natürlich total, aber das ist, glaube ich, noch ein zweiter positiver Eindruck, auf den wir es gar nicht so im initialen Sinn irgendwie ausgelegt haben. Aber das ist was wir regelmäßig zusätzlich hören. Und weil du die Prozesse angesprochen hast, Michael, man muss sagen, ich glaube, es ist fair to say, die Prozesse und die IT-Landschaften in den Praxen und Kliniken, ich denke, das kann man so sagen, Frau Kolle, die sind wahnsinnig heterogen. Es gibt nicht das eine, zum Beispiel Praxis, die eine Praxisverwaltungssoftware, die alle Ärzte nutzen, ne, sondern da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Der Markt ist wenig konsolidiert. Das heißt, es gibt ganz unterschiedlich viele Software-Systeme, die in Benutzung sind bei den Kolleginnen und Kollegen in den Praxen und Kliniken. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Abrechnungsprozesse, die dann dahinter stehen. Viele machen es mit einer Abrechnungsfirma, manche machen es komplett selber ärztlicherseits, andere beschäftigen eine Abrechnungshelferin oder einen Abrechnungshelfer in der Praxis, der das irgendwie unterstützt. Und
dazwischen gibt es alle möglichen Graubereiche und Überlappungen. Ne? Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten und gar nicht so einen einheitlichen Prozess. Und ein bisschen ist es jetzt auch mit unserem Tool so, wir erfahren auch von ganz neuen Nutzungsprozessen sozusagen. Wir haben Praxen, die das wahnsinnig streamlinen und optimieren, wo dann ein OP-Pfleger mit einem iPad durch mehrere OP-Säle geht und bei den Kollegen quasi mehr oder weniger abfragt, wo die stehen. Und während die OP läuft, sozusagen auf dem iPad noch das Ganze durchdokumentieren und die Rechnung schon erstellen. Also eine Extremvariante, Focker, die wir vorher auch gar nicht so abgesehen haben, oder? Also das haben wir nicht gesagt, bitte so machen, sondern sind die selber drauf gekommen und machen das so. Und dann gibt es andere Prozesse, der Arzt nutzt es selber. Wir haben aber auch einen Zugang, ein Beispiel für eine Abrechnungshelferin. Also man kann unser Tool, denke ich, ganz flexibel in alle bestehenden Prozesse einbauen. Da gibt es ganz verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, auch wer das Tool benutzt. Das kann ein Arzt sein, das kann eine Helferin oder ein Helfer in der Praxis sein. Das ist völlig offen. Wir sind ja wirklich für alle Prozesse, alle Software-Systeme und alle bestehenden Abläufe offen, wie gesagt. Und wie es dann genutzt wird, hängt von den einzelnen Praxen und Kliniken ab. Aber was man sagen kann, es vereinheitlicht halt stark, ne? Weil wie vorher schon gesagt, man bringt jetzt so eine einheitliche Flughöhe rein. Wir hatten Fälle, da haben Kollegen in einer Praxis, die genau die gleichen Eingriffe machen, am besten noch im gleichen OP-Saal an unterschiedlichen Tagen, für eine mehr oder weniger gleiche OP 100% verschieden abgerechnet. Also sich die Rechnungshöhen wirklich um fast das Doppelte unterschieden haben und mit entsprechend auch ganz unterschiedlich langen Dokumentationen. Der eine dokumentiert 3 Seiten, der andere dokumentiert, da gibt es solche Extremfälle, gibt es auch einen Absatz dazu. Ne? Und das führt dann über unsere Software schon zu einer starken Vereinheitlichung, ne? Dass man halt ein einheitliches, hohes Qualitätslevel bekommt, sowohl von der Rechnung als auch von der Dokumentation. Ja, jetzt Philipp, du hast es angesprochen. Ich würde noch mal ganz gern zu der Gründungsgeschichte zurück, denn es geht ja um Software und jetzt seid ihr beide Ärzte und habt das Problem erkannt. Wie ging es denn bei euch weiter? Seid ihr beide keine Programmierer? Ja, das hat der Volker über den Gartenzaun geregelt sozusagen. Das musst du erzählen, Volker. Das ist, ich glaube, so spielt das Leben einfach ganz oft. Das haben wir dann tatsächlich gemerkt. Wir haben dann gute Ideen gehabt und auch eine konkrete Idee, wie das irgendwie umsetzbar wäre und sowas. Haben mit dem Psychologen viel gesprochen und sind dann aber trotzdem sehr, sehr schnell an unsere Grenzen gestoßen und haben natürlich beide überhaupt gar keine Ahnung von IT-Prozessen. Wir können nicht programmieren, wir können keinen Code schreiben. Und aber wie es auch da das Schicksal wieder so wollte, mein ehemaliger Nachbar, den ich erst gar nicht kennenlernen konnte, weil der nach seinem Einzug für ein halbes Jahr in den USA war. Und dann habe ich mir gedacht, wer wohnt denn da? Und er ist aber nach einem halben Jahr wieder aufgetaucht. Das ist nämlich unser dritter Partner, der heute nicht dabei ist. Das ist der Tobias Esbig und der vertritt unsere IT-Sparte sozusagen. Der ist Programmierer, hat sehr viel Erfahrung im Google-Kosmos und auch bei anderen Firmen zuvor gesammelt. Und neben der Tatsache, dass er sowas auch programmieren könnte und kann, was aber selber gar nicht tut, weiß er einfach, wie das administrativ in die Hand zu nehmen ist, wie Prozesse gesteuert werden müssen, damit aus Ideen auf der IT-Basis dann auch Produkte entstehen. Und ganz klar, das kann keiner von uns beiden und dafür braucht es einen dritten Part. Und wie gesagt, das ist der Tobias, der heute hier nicht mit dabei ist. Aber Tobias ist sozusagen unser CTO, der die Technik und Programmierung verantwortet. Und dann, wie gesagt, ist bei uns so eine Mischung, ne, aus, wir wollen natürlich die Kompetenz zu programmieren in-house haben, ne, deswegen wir ursprünglich klein angefangen haben mit einem Programmierer und ne, das nicht irgendwie als großes Entwicklungspaket rausgegeben haben, der das dann für uns in-house entwickelt, weil das ist ja auch ein ganz sensibles Thema, ne, also auch Datenschutz, Cybersicherheit. Das heißt, da will man schon jemanden haben, der das quasi auf höchstem Niveau abliefert und der dann auch für uns arbeitet. Und da konnten wir zum Glück jemanden binden. Und inzwischen, das kann, wie gesagt, der Tobias hervorragend steuern, haben wir da einen guten Modus gefunden, dass so die Kernsachen von einem eigenen Programmierteam entwickelt werden. Aber auch da ist es so, kann man einzelne Entwicklungsmodule, wenn es dann mal um eine Schnittstelle oder irgendwie sowas geht, ne, auch an externes Büro rausgeben. Das ist jetzt so eine Mischung. Wir arbeiten da modernen Methoden, wie, denke ich, die meisten anderen Startups auch, in so einem Sprint-Design und wie gesagt mit eigenen Programmierern und wo es dann
dazu gebrauchen können, mit auch extern dazu geheierter Programmierkapazität. Aber, kann man auch vielleicht zur Beruhigung all unserer Kunden sagen, Volker und ich haben keine einzige Line Code geschrieben, denn das können wir nicht und hätte auch wirklich katastrophale Folgen, glaube ich. Nee, das hat sich bei uns wirklich dann irgendwie so ganz gut gegeben, weil jeder von uns dreien hat da ganz unterschiedliche Qualitäten, die man dann damit einbringen kann. Und ich denke mal so, die Rolle von Tobias ist klar, aber auch Philipp und ich, obwohl wir beide Ärzte sind, unterscheiden uns so in dem, wo unsere besonderen Stärken sind, durchaus und wir können uns da sehr gut ergänzen und das ist so, was das ganze Ding auch immer wieder spannend und auch interessant macht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, was uns als Alleinstellungsmerkmal irgendwie auszeichnet, dass wir tatsächlich das geschafft haben, gemeinsam IT-Leute, Ärzte andauernd an einem Strang zu ziehen, um ein Produkt herzustellen, was einfach medizinische und IT-Aspekte so vereint, dass es eine gute Anwendung findet. Ja, weil du sprichst da grundsätzlich natürlich einen total wichtigen und guten Punkt an. Jetzt ist es echt gut, dass der Tobias heute nicht dabei ist, ne? Denn der ist ein paar Mal, der könnte da wahrscheinlich Stories erzählen, wirklich auch schier an und über uns verzweifelt, ne? Volker, kann man glaube ich so sagen, weil es ist ja schon so, gerade wenn man selber nichts programmieren kann und dann als Arzt versucht zu artikulieren, wie das denn aussehen soll, das ist nicht unbedingt die Sprache, die ein Programmierer spricht. Ja, das heißt, da braucht man wirklich einen guten Übersetzer in der Mitte und inzwischen haben wir uns da glaube ich sehr, sehr gut eingespielt, aber auch, ja, wie bei anderen Startups glaube ich auch, dazwischen halt auch mal Lehrgeld bezahlt, da halt auch vielleicht mal was falsch entwickelt, weil wir ein bisschen aneinander vorbei geredet haben, aber in Summe ist das natürlich eine ganz wichtige Kompetenz, glaube ich, auch in solchen Teams, dass man gut kommunizieren kann und wirklich dann die Anforderungen, die unsere User haben oder wir selber als Ärzte haben, die wir unsere Software selber benutzen, dann wirklich in Features zu übersetzen und in Mehrwert für die User einfach. Und da, wie gesagt, glaube ich, braucht man eine gewisse Zeit, sich einzuspielen, dass sich Ärzte und die Programmierseite so gut verstehen, dass da auch ein Produkt rauskommt, wo alle mit happy sind. Ne? Und das läuft, glaube ich, inzwischen bei uns sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, wollen wir auch überhaupt nicht irgendwie beschönigen. Da gab es am Anfang auch Reibungspunkte und ja, der Tobias könnte sicher eine Menge lustige Stories erzählen, wie teilweise unprofessionell, glaube ich, wir am Anfang auch kommuniziert haben. Ja? Vor allem auch die Vorstellung, da kannst du nicht mal schnell das machen, ja, weil du halt denkst und dann weiß sich die andere Seite nur mit Analogien zu behelfen. Es ist wie, wenn man uns sagt, na, kannst du nicht mal schnell 100 Patienten operieren, ne? Ungefähr so ist es dann, ne? Wenn man denkt, man muss doch nur eine ganz kleine Sache da jetzt ändern, weil man halt nicht versteht, was da im Endeffekt hinten dran hängt. Und genau, da sind wir sehr froh, dass wir Tobias haben und er unsere IT-Entwicklung steuert und lenkt und uns sehr gut versteht, glaube ich, inzwischen. Was habt ihr denn an weiteren Herausforderungen zur Gründung gehabt? Also neben, sagen wir, der Synchronisation der Sprache zwischen IT und Medizin, welche Herausforderungen gab es denn zur Gründung noch? Ja, ich glaube, die größte Herausforderung, oder die Herausforderung, die eigentlich jeder Gründer hat, ist ja immer so ein bisschen zu gucken am Anfang, die Idee, die ich da habe, bringt es den Leuten wirklich was, ne? Schafft es einen Mehrwert oder wie man dann im Startup-Sprech so schön sagt, ne? Gibt es einen Product-Market-Fit, ne? Gibt es eine Nachfrage danach, weil selbst wenn man eine noch so tolle Idee hat, wenn wir jetzt die Einzigen wären, die das dann irgendwie gut finden oder die davon irgendwas haben, dann wird da ja auch keine Firma draus, ne? Und ich finde so dieses erste Testing mit einem vernünftigen Ressourceneinsatz zu machen, ist immer relativ schwierig. Wir haben uns da auch schwer getan am Anfang, muss man sagen, weil wir haben so einen ersten Prototyp, ne, so ein Minimum Viable Product, wo man so ein bisschen ausprobieren kann, wie das funktionieren soll, halt noch in Excel gebaut. Und das ist halt sehr schwierig, das zu testen, ne, weil wenn man nur quasi so ein Excel hat und gibt das dann potenziellen Kunden und sagt, hey, schau mal, da kannst du es schon mal so grob ausprobieren. Das ist natürlich noch nicht so gut, wie es mal sein soll. Das ist alles noch nicht so einfach. Es ist keine so schöne Benutzeroberfläche. Aber guck doch mal vom Prinzip her, ob du das gut findest. Ja? Und das war sehr, sehr schwierig am Anfang, Volker, oder? Da haben wir eigentlich
nicht wirklich gute Ergebnisse rausbekommen, mussten dann schon, um überhaupt das vernünftig zu testen, schon mal auch so ein Mockup, also so ein Online-Tool bauen, das zwar noch nicht voll funktionsfähig war, wo man diese einzelnen Schritte schon so ein bisschen abgehen konnte, um überhaupt mal rauszufinden, ob das, was wir uns da ausgedacht haben, überhaupt irgendjemand braucht. Ja? Und da war es schon mal schwierig, da hinzukommen, aber als wir dann so ein testfähiges Produkt hatten und es mit den ersten Leuten ausprobiert haben, da hat man dann so ein Leuchten in den Augen gesehen und schon gemerkt bei den Leuten, okay, gut, das funktioniert echt gut und das würde einen totalen Mehrwert bringen. Und da haben wir dann beschlossen, nachdem wir das mit einer kleinen Kundengruppe testen konnten, dass wir jetzt den Sprung wagen und das versuchen, auf die Beine zu stellen. Aber um überhaupt mal da hinzukommen, hat schon relativ lang gedauert, Volker, damals auch, oder? Absolut. So lange her, aber so ein Learning für uns war, und das hatten wir auch falsch eingeschätzt, aber als wir uns dann selbst hinterfragt haben, dann trotzdem auch so wiedererkannt, ein Learning war, die Ärzte sind eine spezielle Klientel, und was die zum Beispiel jetzt im Bereich probier mal was aus betrifft, so sind wir nicht erzogen und so sind wir nicht gestrickt, und damit kann man kein gutes Feedback holen. Das ist so ungefähr das, was der Philipp auch gesagt hat, aber im konkreten Beispiel. Wir haben keinen Erfolg damit gehabt, irgendwas Halbfertiges jemandem zu zeigen und sagen, aber sag doch nur mal, wie du die Idee findest. Könntest du es irgendwie weiterspinnen? Da gibt es kein vernünftiges Feedback. Und ich glaube, das geht aber in allen Bereichen so. Und da sehe ich mich, auch wenn ich mich kritisch hinterfrage, wieder, wenn mir Opet eine halbfertige Orthese hinstellt und sagt, kannst du nicht mal anschauen, aber nur mal so, nur vom Grundprinzip, wäre das was, womit du, dann würde ich auch sagen, ja, baust halt fertig und zeigst mir dann und dann sprechen wir drüber, ob das was taugt oder nicht. Und die Erfahrung haben wir schon gemacht und ja, dem mussten wir uns stellen, aber das haben wir Gott sei Dank auch dann bestanden. Wenn man dann mit einem Produkt auf den Markt kommt, ich denke, das kennt jeder Gründer, der irgendwas im medizinischen Bereich macht, dann kommen natürlich diese ganzen Themen, die du abdecken musst, die deinen Kunden aber erstmal gar keinen Mehrwert bringen, die sie im Zweifel, wenn es gut läuft, gar nicht sehen. Ne? Datenschutz, Cybersicherheit, ne? Wenn man größere Kunden betreuen will, wie Unikliniken, Bayerisches Krankenhausgesetz. Ne? Also es sind ja Datenschutzvorgaben, die auch weit über die DSGVO hinausgehen drin. Also dieses ganze Regulatory und Compliance-Feld, ne, was glaube ich für kleine Firmen, die halt noch keinen Stab von 100 Mitarbeitern haben, auch sehr schwierig, zumindest für uns am Anfang auch sehr zeitintensiv zu bearbeiten war. Und was du aber einfach machen musst, um überhaupt mitspielen zu dürfen, ja, aber was ja eine Seite ist, die der Kunde gar nicht sieht, so ganz viel Zeit reinfließt. Und was auch sinnvoll und notwendig ist, gar keine Frage. Ne? Das ist, natürlich muss das Tool sicher sein, ne? Und natürlich muss man alle Datenschutzvorgaben erfüllen. Aber das sind halt so Dinge, die müssen im Hintergrund passieren, die auch wahnsinnig viele Ressourcen kosten, aber die einfach Grundvoraussetzungen sind und jetzt dem Kunden aber erstmal, ne, in der Anwendung gar nicht sichtbar sind und gar keinen Mehrwert bringen im eigentlichen Sinn. Ne? Also ich denke, das ist für viele Startups eine Herausforderung, wenn man noch klein ist und keine eigene Regulatory oder Compliance-Abteilung hat, da die ganzen Vorgaben zu erfüllen, um überhaupt am Markt teilnehmen zu können. Ne? Von welchem Zeitraum sprechen wir denn jetzt, von, sagen wir, dem Kennenlernen, bis ihr die ersten zahlenden Kunden tatsächlich hattet? Boah, Volker, Kennenlernen bis erste zahlende Kunden, das war tatsächlich, glaube ich, über ein Jahr, oder? Ich glaube sogar noch länger, eineinhalb, irgendwie sowas in dem Bereich, ja. Ja. Alles empfinde ich ja als relativ schnell. Also ich glaube, in der Medizin gibt es durchaus Startups, die länger brauchen. Wobei auch das ganz, ganz witzig ist. Erste zahlende Kunden. Wir wollten am Anfang ja gar kein Geld von den Leuten haben, weil wir gesagt haben, ey, wir müssen erstmal testen und ausprobieren und Feedback, und wollten das den ersten Leuten umsonst geben, weil wir gedacht haben, dass dadurch die Bereitschaft, es zu nutzen, steigt. Zwar aber nicht so, umsonst wollte es keiner machen, weil es alle für Schrott gehalten haben. Erst als wir gesagt haben, okay, wir fangen auch an, dafür einen Preis zu verlangen, haben die Leute uns ernst genommen und tatsächlich auch unsere Software benutzt. Ja, das war eine interessante Beobachtung. Das war, glaube ich, schon vielfach auch beschrieben und von vielen Startups irgendwie auch so beschrieben, aber da hat unsere Charme, so wie der Philipp das schon beschrieben hat, irgendwie durchgeschlagen. Wir gedacht, ihr könnt es einfach so hernehmen. Wir freuen uns über Feedback, aber es ist so, was nichts kostet, taugt nichts, und am Ende
glaube ich, sind wir mittlerweile auch so selbstbewusst und waren das dann auch relativ zügig, dass wir da einfach auch sagen konnten, unser Produkt ist auch was wert und dann kostet es was und es wird ja schließlich auch angewandt und es bringt jeden Tag Vorteile. Und wir sind auch, ich glaube, was uns auch auszeichnet, was ich vorhin noch ergänzen wollte, also wir haben schon immer ein offenes Ohr für das, was unsere Kunden auch irgendwie zurückbringen. Und ich sage immer ganz vielen, was wir so versuchen, ist so jeden Menschen in seinem, jeden Arzt in seinem kleinen Mikrokosmos, in dem er steckt, nämlich in seiner Praxis mit seinen 2, 3, 4 oder 10 Kollegen oder sowas und seinem kleinen Umfeld, so wie es halt geschaffen ist und wie es aber dann manchmal über Jahre oder Jahrzehnte halt läuft, so ein bisschen rauszukommen, über den Tellerrand rauszuschauen, wo einzutauchen, wo viele Leute irgendwie mitsprechen, viele Leute Ideen haben und die saugen wir alle auf wie ein Schwamm und versuchen uns dem auch dann zu stellen. Und ein gutes Beispiel dafür ist, da habe ich mich am Anfang, gebe ich auch ganz offen zu, eher erstmal dagegen gewehrt und gesagt, oh bitte, das machen wir nicht, das finde ich irgendwie vollkommen unnötig, ist das Thema Spracherkennung. Das ist was, was im Medizinerbereich schon immer noch mehr irgendwie Einzug hält. Ich war da bis Anfang letzten Jahres so auf dem Stand vor 3, 4 Jahren, wo ich das mal mit einem gängigen Tool ausprobiert habe. Das hat mich damals noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Und dann sind aber mehrere Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, das wäre echt ein wichtiges Thema für uns. Wir machen das in der Praxis und das wird uns total helfen, wenn ihr DocsFox zum Thema Spracherkennung fit machen würdet. Und die Tools haben sich verbessert und so. Ich glaube, eins der wesentlichen Tools, die auch jeder kennt, ist ja das Produkt Dragon Medical One von Nuance, die mittlerweile zur Microsoft-Gruppe gehören. Und dann haben wir uns da tatsächlich auch gelungen, da eine Kooperation zu schaffen und konnten dann den vergangenen Sommer über unser Produkt fit machen, um tatsächlich diese Spracherkennung von Dragon Medical One komplett mit allen Fähigkeiten, die dieses Produkt auch bietet, bei uns im System zu integrieren und unsere Prozesse noch harmonischer, noch flexibler, noch einfacher anzubieten, weil die Spracherkennung da manchmal einfach noch ein bisschen schöner ist als Tippen auf der Tastatur. Jetzt seid ihr aber beide ja noch ärztlich tätig. Wie habt ihr denn das organisiert, dass ihr nochmal die Gründung, die Entwicklung des Produktes und gleichzeitig noch Praxis und Klinik, Alltag irgendwie zu bewältigen? Du merkst schon an der kurzen Gedenkpause, dass das schwierig und nur mit einem, glaube ich, sehr toleranten und rücksichtsvollen, familiären wie freundschaftlichen Umfeld irgendwie notwendig war, weil man braucht es, denke ich, auch nicht schönreden. Ne? So eine Idee in die Tat umzusetzen, das ist auch einfach viel Arbeit und viel Arbeit, die nicht so wahnsinnig hip ist oder bei Insta toll aussieht, sondern ne, das ist eine Firma anmelden, zum Notar gehen, Abrechnung machen, Lohnbuchhaltung machen und am Anfang, wenn du noch klein bist und Kosten sparen willst, machst du ja alles selber. Also wir haben am Anfang halt noch alles selber gemacht und der Tag hat halt nur 24 Stunden und du musst es irgendwo wegnehmen und es war halt bei uns viel Freizeit, Nächte, Wochenenden und haben uns da halt Stück für Stück vorgekämpft und deswegen habe ich auch vorhin auch gesagt, dazu gefragt, dass wie lange hat es gedauert bis zu den ersten zahlenden Kunden und mit 1,5 Jahren waren wir da jetzt ja auch nicht in Lichtgeschwindigkeit unterwegs, was aber eben auch daran liegt, ne? Also man muss die Zeit irgendwo abzwacken und das haben wir gemacht und auch kein Wunderrezept dafür jetzt irgendwie, wie man das sonst anders machen könnte, weil ich glaube, da muss jeder irgendwie durch, der sowas machen möchte. Also da haben wir auch keine Geheimtipps, sondern wir haben es halt einfach mit Arbeit in der Freizeit irgendwie versucht zu wuppen, Volker, oder? Ja, das ist so. Ich glaube, wir sind halt nicht so ein Startup, wie man sich manche Startups vielleicht vorstellt, frisch von der Schule, von der Universität, finanziell und im Umfeld komplett frei, sondern wir sind in unseren beruflichen Wegen schon ein Stück weiter fortgeschritten und da gibt es nicht so die Möglichkeit und auch gar nicht den Willen, das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu sagen, ich schmeiße alles über den Haufen und ich werfe alles hin und jetzt widme ich mich dem, sondern ja, das war viel abends, nachts, am Wochenende zusätzlich Leistung erbracht, wo man halt sonst auch was anderes hätte machen können, aber anders ging das nicht. Und mittlerweile hat sich aber, glaube ich, jeder so in einer Rolle gefunden,
wo er gut funktionieren kann. Und wir versuchen, so gut wie es irgendwie nur geht, Sachen nicht doppelt und dreifach zu machen. Aber das sind alles Sachen, die muss man über die Zeit erst lernen. Das ist nicht so einfach, aus dem Hemdärmel zu schütteln. Und was man auch noch sagen muss, hätte ich fast vergessen, ein bisschen Starthilfe hatten wir ja noch, ne, Volker, über das Access-Gründerstipendium. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz interessant und fair zu erzählen, auch für andere Gründer. Es gibt ja schon auch Fördermöglichkeiten, wo auch wir anfangs eine erhalten haben, wir uns ein Stipendium beworben. Access-Gründerstipendium heißt das, das damals noch vom Bundeswirtschaftsministerium und vom ESG, also von so einem europäischen Förderfonds. Und da war es möglich, dass ich in der Klinik eine gewisse Zeit reduziere, ne, und natürlich zu einem deutlich geringeren Gehalt als Stipendium ein paar Monate sozusagen freigestellt dran arbeiten konnte. Das heißt, es war noch so ganz, ganz am Anfang, als wir, wie gesagt, noch so am Minimum Viable Product basteln waren, wo es noch gar nichts gab, gab es zumindest mal eine kurze, so geschützte Zeit, dank so einem Stipendium, wo wir auch total dankbar sind, immer noch, dass wir das damals ein bisschen hatten, Volker, oder was uns ein bisschen Freiraum geschaffen hat. Und da gibt es Möglichkeit, gibt es glaube ich immer noch, und es gibt wahrscheinlich im Zweifel noch inzwischen viel, viel mehr Fördermöglichkeiten. Also da lohnt sich's auf jeden Fall, sich danach umzugucken. Und das Exist hieß eben auch Existenzgründungen aus der Wissenschaft. Das heißt, es hat auch in meinen Uni-Kontext damals gut reingepasst. Und da macht es, denke ich, durchaus Sinn, wenn man noch in einer ganz frühen Phase ist, sich irgendwie umzugucken, ob man sich damit dann doch ein bisschen Zeit zusätzlich rausschneiden kann. Das war für uns eine ganz wichtige Zeit, weil dankenswerterweise, das muss man hier nochmal sagen, der Philipp erwähnt es nicht so, war das tatsächlich dann der Philipp, der sich da sozusagen hauptberuflich dann für einen gewissen Zeitraum DocsFox zugewendet hat, was dieses Stipendium auch so vorgesehen hat. Bei mir war das mit meiner damals schon beruflichen Situation so einfach nicht möglich. Und da haben wir schon vielleicht jetzt gar nicht so offensichtlich sichtbare, aber für uns ganz essentielle Schritte gemacht, wo wir einfach, der Philipp viel Zeit hatte, zu investieren und zu gucken und Prozesse zu verfolgen, intensive Gespräche zu führen. Und das hat sehr, sehr das bestimmt, was es heute ist, muss man sagen. Inwieweit hat euch denn jetzt die Gründung und die Erfahrungen, die ihr jetzt die letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre gemacht habt, inwieweit hat euch die denn geprägt oder verändert? Vielleicht auch im Hinblick auf, sagen wir, eure ärztliche Tätigkeit, was gab es da auch etwas, was sich da verändert hat, im Blickwinkel verändert hat? Also für mich haben sich da wirklich neue Horizonte aufgetan, weil was ich einfach, wenn du mich fragst, was ändert sich, was tut sich da, ich finde es für mich ein sehr, sehr zufriedenstellendes Gefühl, an was mitgestaltet zu haben, was mir und vielen Kollegen den Alltag einfach leichter macht. Das ist total gut. Und es bis heute ist es so, dass es für mich, und das ist vielleicht so der Hauptaspekt, was mich persönlich betrifft, sehr sensibilisiert, dass ich über viele Prozesse intensiver nachdenke, über Dokumentation intensiver nachdenke. Nicht einfach flapsig immer 10-mal das gleiche Ding, sondern mir konkreter Ideen mache und Gedanken mache und die Dokumentation einfach viel ernster nehme, als ich sie vorher genommen habe, weil wir haben jetzt bisher immer nur über Dokumentation im Sinne von Abrechnung gesprochen, aber diese Dokumentation ist ja mindestens ein Dreikampf, der noch zwei weitere Disziplinen innehat, nämlich die Disziplin, dass das medizinisch total suffizient sein soll und wie es der Philipp vorhin schon mal gesagt hat, solche OP-Berichte gibt es, dass jemand 3,5 Stunden operiert und das ist in 4 Zeilen Text abgebildet. Und das kann nicht sein. Und es wird auch nicht nur dem Thema Abrechnung nicht gerecht, sondern auch dem Thema Medizin nicht gerecht. Da werden wir uns selbst nicht gerecht, unseren Patienten nicht gerecht, den Kollegen nicht gerecht, die so einen Patienten nachbehandeln sollen. Das ist einfach nicht ausreichend, nicht suffizient. Und da, wenn es dann Leuten schwerfällt, dieses Thema Dokumentation anders wahrzunehmen, dann sind wir da eine Hilfe, die da sehr gut einsetzen. Und das funktioniert gut und das macht mich sehr zufrieden. Ja, bei mir ist es so, ich kenne jetzt einfach deutlich mehr Orthopäden als vorher. Nein, Spaß. Also tatsächlich ist das auch ein Aspekt, der mich auch total bereichert hat, ne? Dass man auch mit Kollegen aus einer anderen Fachgruppe auf einmal so viel zu tun hat und da so ein bisschen in die Prozesse und Sichtweisen eintauchen darf, weil sonst ist es ja auch an der Klinik meistens so, dass man ja schon den größten Teil einfach unter seinesgleichen, also in seiner Fachgruppe irgendwie verbringt. Und was sich bei mir schon geändert hat,
oder nochmal, sagen wir mal, eher geschärft wurde, so dieser grundsätzliche Blick auf den richtigen Einsatz von Zeit von uns Ärzten, ne? Auch bei uns am Institut, dass man sich halt anguckt, hey, wie kann ich es denn schaffen, dass die Ärzte die Zeit wirklich mit dem verbringen, was sie gerne tun und wo sie auch einen Mehrwert stiften, einfach, ne? Mit den ärztlichen Tätigkeiten, mit den Tätigkeiten am Patienten, mit den Tätigkeiten bei uns halt in der Befundung beispielsweise. Und dass man einfach guckt, wie nehme ich denn die anderen Sachen möglichst aus dem Alltag raus, dass sich Ärzte damit halt nicht beschäftigen müssen und nicht ihre Zeit irgendwie damit verbringen müssen, irgendwelche aufwendigen Dinge zu dokumentieren oder irgendwelche Tools zu nutzen, die eigentlich mehr Zeit fressen, als sie bringen. Also ich denke, da wurde auch mein Blick so in meinem Arbeitsalltag nochmal total für geschärft, um halt einfach zu gucken, wie kann man es hinkriegen, dass die Ärzte möglichst viel Arzt sein können und sich nicht mit Dingen außenrum beschäftigen, die sie nerven, weil A, drückt es auf die Stimmung, das ist immer schlecht, und B, ist es halt einfach auch nicht der beste Einsatz ihrer Zeit, sondern es ist für die Patienten und für alle am sinnvollsten, wenn die Ärzte das tun können, was sie am besten machen, nämlich Patienten versorgen. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission von DocsBox, dass wir die Ärzte eben von diesem Zwang, Druck, Nerv in Anführungsstrichen, von so administrativen Tätigkeiten befreien wollen, die sie nicht gerne tun und die viel Zeit kosten. So ein neuer Aspekt, der noch aufkommt, den ich auch total spannend finde, ist auch so in der Weiterentwicklung von Gedanken und auch wie unser Tool eingesetzt wird, ist so ein neuer Aspekt, der gerade entsteht und den wir sehr spannend finden und den wir unbedingt weiterverfolgen, auch der, dass unser Tool so als Qualitätskriterium genutzt wird. Ne? Es gibt ja Bereiche in Kliniken oder auch in großen Praxen, wo einfach sehr große Heterogenität herrscht, weil da einfach sehr viele unterschiedliche Leute arbeiten. Und zum Beispiel in so einer Notaufnahme, die rund um die Uhr besetzt sein muss und immer wieder Fälle versorgen muss mit Leuten, die da vielleicht noch nicht oft gearbeitet haben, weil sie noch Berufsanfänger sind oder da nicht regelmäßig eingesetzt werden und die Prozesse alle nicht so kennen. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass DocsBox einfach nicht nur zur Abrechnung und zur Dokumentation, sondern auch als Anleitung, wie behandle ich Fälle mit so einer entsprechenden Vorlage, die dann auf das entsprechende Institut angepasst ist, mit deren Möglichkeiten der Versorgung einfach angepasst ist, sodass da auch nichts vergessen wird, dass also jeder Patient mit der entsprechenden Güte und mit dem, was er da braucht, diese Klinik wieder verlässt. Wie so ein Kochrezept, das einfach dazu führt, dass der Kuchen hinterher auch schmeckt, der da irgendwie rauskommen soll. Ja, spannend. So vielleicht zum Abschluss des Podcasts, wo steht denn jetzt DocsBox und wie geht's weiter? Also jetzt so in der Blick in die Zukunft, was sind so eure nächsten Herausforderungen und Schritte? Kann ich vielleicht was dazu sagen? Also unsere nächsten Herausforderungen, was wir so unmittelbar angehen wollen, ist, wir kommen ursprünglich aus der Orthopädie und Unfallchirurgie, wir wollen natürlich in andere Fachrichtungen expandieren, sind auch gerade dabei, das aufzubauen, ne, wo die nächsten so großen Fächer, Viszeralchirurgie, Augenheilkunde, HNO, Gynäkologie, sind wir gerade dabei, sozusagen auch inhaltlich in diese anderen Fachrichtungen zu expandieren. Das ist ganz klar so rein technisch, wird zu auch nicht langweilen, aber ist für uns so dieses Ökosystemmodell entscheidend. Ne? Wir wollen unabhängig davon, was der Arzt für eine Software verwendet oder was die Klinik für eine Software verwendet, an ganz viele unterschiedliche Systeme andocken, zukünftig auch mit Schnittstellen, ne, dass man die Informationen in beide Richtungen austauschen kann, unabhängig davon, ne, ob das jetzt ein Klinik-Software-System ist, ob das ein Praxis-Software-System ist, aber auch jetzt schon sehr fortgeschrittene Projekte auch mit großen Anbietern von Online-Terminkalendern, ne, weil das auch für unsere Kunden ganz, ganz einfach werden soll, zum Beispiel direkt aus so einem Online-Terminkalender aufzurufen. Ne. Also wir wollen quasi wie so eine Art Abrechnungs- und Dokumentations-Plugin werden, weil das unsere absolut fokussierte Stärke ist, aber mit allen Systemen zusammenarbeiten können. Nicht nur nativ installierbaren Software-Systemen, sondern auch Online-Terminkalender. Es kommen jetzt auch verstärkt Online-Praxis-Software-Systeme auf den Markt. Ne. Also da haben wir mit vielen schon Kooperationsverträge und mit noch viel mehr stehen wir in, glaube ich, ganz guten Verhandlungen, dass wir quasi an ganz viele Bereiche andocken und man unser Tool
aus ganz vielen anderen unterschiedlichen Tools direkt aufrufen kann, was halt den ganzen Ablauf für die Ärzte nochmal viel, viel leichter machen soll. Und ich meine, haben wir bisher noch nicht gemacht, muss man, glaube ich, als Startup unbedingt machen. Man muss zwangsweise noch irgendwas mit KI sagen, oder? Und irgendwas mit KI machen. Sonst ist man kein richtiges Startup. Auf jeden Fall. Das wollen wir natürlich auch machen, weil für uns macht es halt natürlich brutal Sinn, dass man letztlich im Arzt versucht, wirklich auch diesen Schritt, dass man noch die einzelnen Schritte abklicken muss, auch noch abzunehmen, ne? Weil bei ganz vielen OPs, Volker weiß das ja, ist das seine Spezialität, arthroskopische Schulter-OPs, ne? Läuft ja die Kamera mit sozusagen, ne? Und für uns ist das das nächste ganz große Thema, wo wir auch schon angefangen haben, da simultan mit einem Bilderkennungsalgorithmus auch die Arbeitsschritte gleich aus dem Bild erkennen zu lassen, ne? Also, dass da wirklich, wenn die OP fertig ist, OP-Bericht und Rechnung schon natürlich zur Durchsicht und zur Abnahme, aber auch schon vorgefertigt mehr oder weniger rauskommen. Da ist noch ein bisschen hin, weil da steckt der Teufel natürlich im Detail. Es funktioniert nicht alles einfach so auf Knopfdruck mit ChatGPT, aber ist für uns ein ganz naheliegender Use Case, und in die Richtung entwickeln wir gerade, und das ist so ein bisschen unser mittelfristiges Ziel, da hinzukommen, dass da auch schon ganz viel automatisiert passiert. Ja, ich glaube, das ist essentiell. Das ist aus meiner Sicht, das ist auch das, was du zuletzt gesagt hast, so der ein wesentlich nächster Schritt, der auf uns zukommt, dass wir KI-Prozesse da, wo sie vor allem Sinn machen und wo sie leistungsstark sind und wo sie das leisten, was wir einfach nicht können oder nicht so gut können, dass wir die da einsetzen. Und es, wie der Philipp schon gesagt hat, natürlich in der Bilderkennung und klar bei einer Arthroskopie, aber Bilderkennung kann auch bei einer offenen Hüftoperation stattfinden. Es gibt ganz viele Ideen, wo Bilderkennung entscheidend sein kann. Denkt man auch nur an die Gastroenterologie, wo die Internisten Magen-Darm-Spiegel und sowas machen. Und da muss man als Mensch ganz klar sein Limit kennen und sagen, also Bilderkennung im Detail, im wirklich super detaillierten Bereich, kann die KI hundertprozentig besser, als wir das können. Und es wird sie in Zukunft auch können. Und da sehen wir total gute Einsatzmöglichkeiten. Und ich glaube nicht dran, dass ich das noch erleben werde, dass irgendein Roboter als Ersatz für den Operateur im OP steht und ganz autark und alleine und ohne, dass jemand anders anwesend ist, da irgendwelche Prozesse alleine durchführt. Vielleicht liege ich da aber falsch, aber das ist nicht unser erstes Ansinnen. Aber so auf dem Thema Bilderkennung transferieren in unser System, diese Leistungen erkennen und verwerten und vorschlagen, da wird es hingehen. Und jetzt vielleicht noch so als Abschluss, gibt da vielleicht durchaus auch Hörer, die sagen, sie haben auch eine Idee und würden das gerne als Unternehmer irgendwie umsetzen. Was würde da denen raten? Wie geht man sowas an? Was sind so eure Erkenntnisse? Da gebe ich das Wort ganz klar an den Philipp, weil wenn es so in unserer Rollenverteilung, die ich vorhin mal angesprochen habe, eine ganz wesentliche Qualität von Philipp gibt, dann ist das vielleicht nicht nur seinem Grundinteresse, sondern auch so seiner ersten Ausbildung von der Beratertätigkeit bei BCG geschuldet. Da ist der Philipp der einfach die beste Kenntnis bei uns hat, Prozesse kennt und weiß, wie man da vorgeht. Deshalb, Philipp, da überlasse ich ganz alleine dir das Wort. Puh, also da habe ich auch kein geheimes Rezept für, ja, außer dass ich halt jedem raten würde, einfach machen. Ja. Also nicht zu lange zu Hause sitzen, rumüberlegen, sondern, und das fand ich auch, weil es, glaube ich, bei vielen, also zumindest bei mir, auch nicht unbedingt so in der DNA steckt, auch damit rauszugehen, ne? Sich zu trauen, dass man jetzt irgendwas hat, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht perfekt ist, irgendein Test, ein Dummy oder irgendwas, ja, und damit halt auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, wie findest du das? Nicht irgendwie daheim in aller Stille oder im Kuckucksheim 3 Jahre entwickeln, bis man irgendwie vermeintlich das perfekte Produkt hat, sondern möglichst früh mit einer einfachen, aber schon nachvollziehbaren Version rausgehen, das mit Leuten ausprobieren, gucken, wird das nachgefragt, muss ich es irgendwie verändern, und halt einfach in die Umsetzung gehen, weil, also, wir würden uns freuen, gibt es ja jetzt auch eine ganz aktive Gründerszene im Medizinerbereich, aber das kann ja auch aus dem gesamten Feld sein, ne? MFAs, MTAs, ne? Also medizinische Fachangestellte oder Physiotherapeuten, was auch immer. Also dieser ganze medizinische Bereich, glaube ich, kann nur davon profitieren, wenn sich mehr Leute trauen, was zu gründen. Und
ich denke auch das, ich meine, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht hier irgendwie in die Weltpolitik abschweifen, aber es gibt aktuell ja wahnsinnig viele schlechte Nachrichten, aber die gute ist, finde ich, dass wir schon in einer Zeit leben, wo es sehr, sehr einfach ist, sowas auszuprobieren, wo man gut mal was gründen und mit einer Idee rausgehen kann. Man kann viel online testen, hat viele Möglichkeiten, einfach online Dinge umzusetzen, man hat viele Fördermöglichkeiten, auch wenn es ein physisches Produkt ist. Also ich glaube, es war nie so einfach wie in unserer Zeit, eine Idee umzusetzen und eine Gründung zu probieren durch die ganzen Möglichkeiten, die man hat und auch viele Tools, die man kostenlos zur Verfügung hat. Also ich kann jedem nur raten, einfach machen und einfach mal ausprobieren, weil wir sind jetzt sicher auch nicht die geborenen Gründer, sind mit vielen Dingen auf die Nase gefallen, aber man probiert es halt einfach aus und macht weiter und versucht aus den Dingen, die man falsch gemacht hat, zu lernen und es das nächste Mal besser zu machen. Also ich habe keinen anderen Tipp als einfach machen. Ja, das sind doch ganz gute Abschlussworte. Klasse, also man merkt eure Begeisterung und die Energie und dass da auch noch vieles kommen wird und auch noch nicht am Ende ist. Fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, den werdet ihr haben. Braucht man euch fast nicht mehr wünschen oder den habt ihr schon. Also nochmal herzlichen Dank für eure Zeit und für den Podcast. Michael, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns total gefreut. Auch von meiner Seite besten Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Das war Kurz vor OP, der Podcast von OPET. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.